Ja, und wenn die da sind, können wir das hier schön weitermachen. Und ich brauche unbedingt mehr Schmelzöfen. Ja. Aber gut, Hauptsache wir haben genug Eisen, dass sich das hier einigermaßen staut und ich mir regelmäßig was wegschnappen kann. Passt das auch schon. Rote Tränke stauen sich auch wieder zu stark. Die sacke ich auch mal kurz ein. So. Da, da, da. Okay. So, Fabriken sind fertig. Weiter im Text. Du bau da das Ding. Und hier brauche ich jetzt... Warte. Ich mache das alles, um die grünen Tränke herzustellen. Und die grünen Tränke brauchten... Ärmchen. Und die Ärmchen brauchten ganz normale braune Bretter. Richtig? Ja, okay. Du... Da. So. Und dann brauche ich hier noch eine Fabrik, die so positioniert ist, dass es nicht klappt. Ja. Ja, dann halt anders. Also es wird mal wieder nicht schön sein, aber ist dann halt so. Das heißt, du gehst darum, darum, darum und lässt dich dann hier von einem Ärmchen wegfangen. Du gehst da rüber. Dann hätten wir die braunen Chips. Das heißt, ich bräuchte dann noch eine Fabrik für... Baue erst ein paar davon. Dann hätte ich jetzt die braunen Chipfabrik für die Ärmchen. Und neben den Ärmchen müsste ich dann noch die Fließbänder von da oben bekommen. Das mache ich anders. Ne? Ich stelle die Ärmchen hier unten her, lasse die Ärmchen dann hier hin transportieren und baue dann hier irgendwie die grünen Tränke. Idealerweise mit zwei Fabriken. Was ist hier los? Nee. Naja, wobei, die brauche ich eigentlich für was anderes. Egal, kriegen wir erstmal keinen hin. Zurück zum Grüntränken. Also, wir kriegen Ärmchen von unten, wir kriegen Fließbänder von da. Und ich könnte die Grüntränke an sich hier herstellen lassen. Dann können sie auch gleich auf die richtige Seite vom Fließband gelegt werden. Ja, das klingt nicht schlecht. Bau mal erstmal alles mit den alten Fabriken hier. So. Alte Fabrik. Alte Fabrik. Du machst bitte grüne Tränke. Du machst bitte grüne Tränke. Und legst sie dann direkt auf die andere Fließbandseite. Momentan klappt das ja alles noch mit einem Fließband. Später werden wir entweder Kisten nehmen oder zwei Fließbänder. Eins halt mit grün-rot und eins mit hellblau-lila. Wobei es jetzt inzwischen hier auch mehr Forschungstrinkdinger gibt. Aber gut. Dann kommt hier ein Fließband lang, wo dann später sowohl Fließbänder auf dem Fließband als auch Ärmchen drauf sind. Und das kommt dann alles hier hin. Ich brauche allerdings erstmal davon ein paar mehr. Gut. Ist natürlich genau falsch. Weißt du was, ist jetzt egal. Ich breche mal ein bisschen das Muster, weil es wird eh nicht lange dauern, bis ich diese super duper Poles habe und dann ist das hier alles für den Mucks. Oh, dich muss ich noch einstellen für... Da bist du. Draht. Und dann muss das Drahtzeug da noch raufgelegt werden. Und du brauchst nichts anderes mehr. Okay. Dann geh jetzt mal von da nach da. Und stell hier in noch einer Fabrik, die wir später auch noch blau machen. Kann schon mal zwei in Auftrag geben. Stellst dann hier bitte die da hin. Was? Nein, nein, nicht die da. Ärmchen sollst du herstellen. Was? Ach, geht nur in blauen Fabriken. Okay. Blaue Fabrik incoming, da du stellst bitte ganz normale Ärmchen her. Für die ganz normalen Ärmchen brauche ich ebenfalls noch Eisen, das kann ich mir hier wegschnappen. Da, das muss jetzt einen etwas komplizierteren Weg nehmen, weil ich brauche das Eisen ebenfalls noch für die Zahnradproduktion. So, wo waren jetzt Untergrundbelts? Hier. Gott verdammt.
Nein, aus. Pfui. Mach das Ding einfach hier hin. So. Und die ganze Zeit über habe ich die Stimme von einem Zuschauer im Kopf, der mich davor warnt, dass die Viecher, also die Viecher da, später extrem stark und viele werden und mich eventuell überrennen könnten. Das hilft nicht gerade beim stressfreien Bauen. Bau bitte die Dinger da und leg sie dann hier auf ein Fließband. Legst du das immer nach rechts? Ja, okay, super. Du da, so. Haben wir alles? Boah, alter Falter. Guckt euch das mal an. Das ist alles nur, um Erbchen herzustellen. Nicht mal grüne Tränke. Nein, nur die Erbchen. Okay. Geh, bau. Nee, warte mal. Nimm dir einfach die stinknormalen Ärmchen. Und ich brauche schnellere Ärmchen, damit das da auch schneller geht. Fast Speed Inserter da. Ratter. Gut, wo bist du? Da bist du. So, das kommt jetzt raus und kommt hier auf ein Fließband. Und dieses Fließband führt bis ganz nach oben. Mit ein, zwei Ausnahmen. So. Genau, das muss ich hier jetzt irgendwie auch nochmal drüber oder wie auch immer. Das heißt, ich brauche nochmal welche davon. Das mache ich am besten hier, damit ich nicht einmal dadurch und dann dadurch und überhaupt muss. So, kommen doch recht schnell welche zusammen, das ist schick. So, und jetzt brauche ich Fließbänder mehr. Gib her. Und die da müssten übrigens auch anderweitig wegtransportiert werden. Mach ich mal mit noch mehr Untergrundbells. Ich hoffe, die kommen bald genug. Nee, kommen sie nicht. Okay. Dann kommen sie immer noch nicht. Es wird hier. Ja. Oh Gott. Nimm das da weg. Tu Fließband dahin. Lass selbiges Fließband da hochlaufen. Und die sind falsch. Da einmal rum. Und dann dahin. Das sieht kein bisschen komisch aus. Okay, die linke Seite von dem Fließband ist noch frei und da müssen die jetzt drauf. Also einmal quer ich das ganze Zinnfeld hier und dann so. Oh. Dim. So. Ich glaube, damit haben wir jetzt, nach doch recht langer Zeit und sehr viel verlorenen Nerven, die grüne Trankproduktion automatisiert. Okay. Ich brauche jetzt mehr blaue Fabriken, dafür brauche ich mehr Eisen, um alle Subkomponenten, die daran beteiligt sind, dass grüne Tränke hergestellt werden, schneller hergestellt werden. Dadurch mache ich jetzt die Fabriken erstmal alle blau, das müsste der einfachste Schritt sein. Danach gucke ich, welche Ärmchen vielleicht noch schneller arbeiten müssten, damit das Ganze hier auch besser funktioniert. Zum Beispiel das Reinlegeärmchen hier könnte ein Problem sein. Ist es, genau. Und das Rauslegeärmchen hier könnte ein Problem sein. Das heißt, ich brauche noch mal, sagen wir mal, 5 davon. Das wird dann hier auch noch optimiert. Hier sind die Fabriken schon alle blau. Die müssen nicht höher. Das ist okay. Nö, dann direkt grüne Tränkdinger nur selber. Blub. Was? Ich habe nur eine blaue Fabrik hergestellt. Achso, weil ich nicht genug Ressourcen hatte. Okay, bauen noch mehr blaue Fabriken. So, das ist jetzt in Arbeit. Das heißt, ich habe Angriff oben und es gibt keinen Wareware-Alarm. Achso, Wareware-Alarm gibt es nur, wenn Dinge vorhin beschädigt werden. Ja, das ist okay. Kein Licht. Hier ist Licht. Bau Licht auch noch unten dran. Und gib mir das Munition. Okay, Forschung.
Ich muss unbedingt mit der Forschung weitermachen, damit ich nicht hinterherhänge, was die Viecher angeht. Was haben wir denn da? Bessere Schmelzen. Sehr, sehr wichtig. Ist nämlich der Schritt in Richtung Elektroschmelzen. Außerdem kommen die Schmelzöfen hier bei weitem nicht hinterher. Ja, die stehen hier alle still, weil sie nichts zu tun haben. Die hier oben sind total überfüllt. Ich könnte spaßeshalber jetzt hier auch noch Schmelzöfen hinmachen und die dann umdrehen und dann... Aber ne, ist okay. Das passt soweit alles. Das Eisen staut sich hier ja auch. So. Genau, komm mit. Und bau bitte für mich... Nochmal 5 schnelle Ärmchen. Danke. So, was hatten wir hier? Hier braucht ihr einmal beim Draht raus und beim Draht rein schnelleres Ärmchen. Du hast... Was? Oh. Okay, nimmt nur Eisenplatten von hier unten. Das ist natürlich dann unpraktisch. Kann ich allerdings nicht wirklich verbessern. Ja, also die ersten besseren Schmelzöfen, die hergestellt werden, müssen dann hier unten hin. Wobei das eh alles in absehbarer Zeit komplett umgebaut wird, sobald die Elektroschmelzöfen da sind, weil die brauchen ganz andere Platzsachen und ich brauche viel mehr davon und. Aber sei es drum. Wie schaut's hier aus? 69 Holz. 50 Holz hier. Es scheint ordentlich Plus zu generieren. Das ist schon mal sehr schön zu wissen. Okay. Also, Schmelzöfen kommen. Ich sollte jetzt die Türme oben rechts überprüfen. Nicht, dass wir demnächst irgendwann überrannt werden, aber das war nur ein kleiner Angriff. Ist okay. So, du bist weg. Ich könnte... Was habe ich da auf den Boden geschmissen? Ach, so eine alte Panzerung. Ich könnte jetzt jedem Turm eine Kiste geben mit Muni. Ich glaube, das mache ich auch. Aber das reicht, wenn das eine ganz kleine... Warum bist du da? Ach so, Voidchest. Wo verstecken sich die Kisten? Kaum ist man mal ein paar Wochen krank, schon vergisst man, wo alles abgelegt wird. Hier. So. Kiste. Ja, Strom. Ja... Wir brauchen Strom, okay. Da, erforscht das mal. Also ich könnte auch Burner-Inserter-Ärmchen benutzen, aber ich trau denen nicht. Also zum einen haben die irgendwann keinen Sprit mehr und das ist dann doof. Zum anderen gibt es nichts anderes, aber das reicht. So, du... Ihr kriegt jeweils 100er Stack nochmal oben drauf. Das heißt, jeder Turm hat jetzt... Du kriegst ein bisschen mehr. Jeder Turm hat jetzt mindestens 200 Magazine Schuss. Also nicht 200 Schuss, sondern 200 ganze Magazine voll. Das sollte eigentlich, ne, reichen. Ich sollte mich eher um die anderen auch ein bisschen kümmern. Nicht, dass denn der nächste... Ah, da kommt ein Angriff. Sehr überschaubar. Definitiv sehr überschaubar. Bau bitte, auch wenn sie inzwischen automatisch herstellen können, nochmal von Hand Ärmchen. Habe ich gerade noch Mauern dabei? Ich habe Bricks dabei, um Mauern zu machen, aber nee, die eine Mauer reicht. Ja. Da kommen die Ärmchen. So, du da, den einen Stack rein. Gut ist. Also, Forschung läuft. Hier oben ist gesichert. Hellblaue Tränke wäre der nächste Schritt. Ich denke, ich mache aber erstmal einen kleinen... Abstecher hier hin, schnapp ein bisschen Kohle und versorgt das Ding da unten mit Treibstoff, weil das rote Blinken irritiert doch ein wenig. So. Was noch? Für den Eigenbedarf sollte ich ein bisschen was herstellen an Ressourcen. Und zwar davon einfach mal so 50 Bretter oder so und davon 20, 30. Damit es nicht jedes Mal, ne, hergestellt werden muss, falls mir gerade was einfällt, was ich machen könnte. Dann Eisen ist im Überschuss. Kupfer. Kupfer
Sind nur zwei Dinge, aber die halten sich auch. Das kann ich okay. Das kann ich ignorieren. Du Bastin. Bitteschön. Noch mehr Soul da holen muss ich aber nicht. Ich könnte sogar die da lassen. So, wie schaut's bei dir aus?